auch verhindern wollen. Kaum einer ist bereit, über die Situation hier zu sprechen. Der Mann ist Lehrer im nahen Ort Via Virgen, dem jungfräulichen Dorf. Er wollte nicht mit uns gesehen werden. Ein Stück außerhalb des Dorfes berichtet er über das Projekt Contra Drogas. Das ist ein Gemeinschaftsprojekt von Peru und den USA mit dem Ziel, die Coca-Produktion zu reduzieren. Als festgestellt wurde, dass hier im Tal sehr viel produziert wurde, beschloss man, Straßen zu bauen und zu verbessern, um so den Bauern die Möglichkeit zu geben, ihre Produkte besser verkaufen zu können. Diese Projekte, finanziert von Contra Drogas, bringen jedoch keinerlei Verbesserung, da für die wichtigsten Produkte wie Kaffee und Kakao nach wie vor nichts bezahlt wird. Und das ganze Geld für dieses Projekt fließt ausschließlich an die Ingenieure und Spezialisten. An alle diese feinen Herren, die in den Organisationen sitzen. Es ist ein großer Betrug an den Bauern. Das Coca selbst ist nicht verboten. Nur weil hier übermäßig viel angebaut wurde, hatte man vor, die Produktion zu reduzieren. Man darf das Coca auch nicht woanders hinbringen. Die gesamte Coca-Produktion muss an die staatliche Aufkaufsstelle in Naco verkauft werden. Coca-Anbau, das ist für die Menschen hier die einzige Verdienstmöglichkeit. Diese Frau bekommt um die 10 Soles am Tag, das sind gerade einmal 2 Euro. Und trotzdem verdienen alle damit noch ein Vielfaches im Vergleich zu anderen Arbeit. Die Wirklichkeit sieht so aus. Nicht einmal die Hälfte der Ernte wird an die staatlichen Stellen verkauft. Der Rest gelangt auf verborgenen Pfaden in versteckte Labors, wo die Coca-Paste hergestellt wird. Daraus wird dann, wiederum woanders, das Kokainpulver gewonnen. Mit jedem Bearbeitungsschritt erfährt das Coca eine gigantische Wertsteigerung. Sí. Pero dueño. Dueño, kann in der Wo ist denn der Besitzer? Er ist in Lima. Das Coca, wohin geht das? In Naco, war schon gestern hier. Das war doch der... Der Mann hat Angst, und das ist verständlich. Er denkt, er wird kontrolliert. Da in dieser Region nie ein Tourist auftaucht, werden alle Weißen für Amerikaner gehalten, die für die Contra Drogas arbeiten. Und es ist ein offenes Geheimnis, dass über die Hälfte der Ernte an Besserzahlen der Aufkäufer geht. San Francisco. Die Brücke über den Apurimac ist die letzte. Auf den weiteren 6000 Kilometern bis zum Meer wird es keine Brücke mehr geben. Nur eine staubige Schotterstraße aus Ayacucho im Andenhochland führt hierher. Überall sichtbar die Ankündigungen umfangreicher Straßenbauprojekte, finanziert vor allem durch US-amerikanische Anti-Drogen-Programme. Die Straßen ermöglichen allerdings erst recht die Ausweitung der Besiedelung und den Abtransport der Ernte. Und die vielen Siedler aus dem verarmten Hochland sind nur hier, um Coca anzubauen. Das verwaiste Büro der Ankaufsstelle für Kakaofrüchte, die keiner mehr anbauen will. Wir befinden uns in der Region der Ashaninka-Indianer. Nur selten lassen sie sich in der Stadt blicken. In den letzten 10 Jahren wurden sie durch eine regelrechte Invasion verarmter Hochland-Campesinos immer mehr ihrer traditionellen Siedlungsgebiete und ihrer Kultur beraubt. Da sind die Parasiten. Der Mann preist hier auf der Brücke sein Allheilmittel gegen alle Arten von Würmern an. Mein Mittel reinigt den Magen, bekämpft alle möglichen Spezies von Würmern, Amöben, Parasiten. Die da sind am meisten verbreitet. Die setzen sich in der Leber und in den Nieren fest.
Um die zu bekämpfen, müssen wir sonst ein chemisches, pharmazeutisches Produkt einnehmen. Und die hier, die bekommt man durch Schokolade und Bonbons. Das greift die Zähne an, das Kind bekommt weiße Flecken im Gesicht und einen aufgeblähten Bauch. Erwachsene bekommen diese Würmer da. Und die. Und hier meine Lösung. Keine Übelkeit und gut verträglich. Einfach zu nehmen, abschälen und zerdrücken. Dann in heißem Wasser auflösen. Den Namen der Medizinnuss und wo sie zu finden ist, wollte der Mann nicht verraten. Betriebsgeheimnis.